Hallo, da sind wir wieder. Erst einmal ein kleines Wort. Ich war zwischen dieser und letzter Folge kurz off-camera und habe die Armbrustfähigkeit gelernt, damit sowas wie letzte Folge nicht nochmal vorkommt, wo ich out of character irgendwelchen Mist mache. Das hat mich selber ganz schön genervt. Vor allem, weil ich die Folge nicht nochmal neu aufnehmen konnte wegen dem blöden Schnitt. Also ich habe die Armbrustfähigkeit gelernt, aber mir noch keine Armbrust gekauft. Das werde ich jetzt im Verlauf des Let's Plays machen, damit es jetzt hier keine Logiklücke gibt. So, aber nochmal kurz zusammengefasst, was in den letzten Folgen passiert ist. Wir sind in Nadoret angekommen, haben von Ardo einen Auftrag bekommen, beziehungsweise haben uns angeboten, ihm den Gefallen zu tun, uns umzuhören, was die Piraten, die uns überfallen haben, angeht. Dann sind wir in ein Streitgespräch zwischen dem Hafenmeister hier und einem unserer Geodenbrüder gekommen, der sich als Anhänger des Flussvaters herausgestellt hat. Als wir dann hier Hafen-Innengelände betreten haben, hat uns sofort eine Frau angesprochen und uns angeblich eine Schatzkarte angedreht. Was wir davon halten sollen, naja, das werden wir noch sehen. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz in unser Tagebuch, um mal auf den neuesten Stand zu sein. Sammel Informationen über die Piraten. Ja, nachdem wir diese Reisenden das Leben gerettet haben, ist es nur recht, wenn ich ihnen helfe. Deshalb halte ich für sie die Ohren offen nach Informationen über die Flusspiraten, die uns überfallen haben. Die Leute in der Stadt wissen sicher etwas. Wenn ich etwas erfahre, soll ich es den Anführer der Reisenden Ardo im springenden Hirsch wissen lassen. Nun gut. Bevor wir also zu unserem Auftraggeber gehen, zu unserem neuen Lehrmeister Laurelin, werden wir uns mal für Ardo etwas umhören und gleichzeitig auch ein bisschen mehr Ausrüstung für uns besorgen, weil wir selber nicht besonders viel besitzen. Ein paar rostige Nägel und nur einen knarzigen Stecken und nicht gerade sehr viele Verbände. Wir sind also nicht besonders gut ausgerüstet, sollten also gucken, dass wir erstmal an etwas Ausrüstung und vielleicht Geld kommen. Ja, erst Geld, weil ohne Geld keine Ausrüstung. Aber zuerst reden wir mit diesem Herrn hier, ein Bailunker Reiter. Die Bailunker Reiter sind sowas ähnliches wie der Nachrichtenexpress in Aventurien. Also müsste dieser Mann hier schon ein paar Informationen vielleicht über die Piraten haben. Deswegen sprechen wir ihn mal an. Aves zum Gruß. Ja, zum Gruß. Darf ich fragen, wer ihr seid? Aber natürlich. Ich bin Ardach Tanwald von den Bailunker Reitern. Ja, dass ihr von den Bailunker Reitern seid, das dachte ich mir schon, als ich euer Wappen gesehen habe. Aber fragen wir trotzdem mal genauer, was die Bailunker Reiter sind. Ich bin ein Botenreiter. Die Bailunker Reiter sind die besten und schnellsten Kuriere, die es in Aventurien gibt. Ja, also sowas wie die Post, um genau zu sein. Wir transportieren Nachrichten und Pakete noch in die entlegensten Winkel. Vielleicht habe ich ja hin und wieder was für euch, wer weiß. Och, das wäre aber nett. Ich krieg ja gerne Post. Möchtet ihr noch etwas wissen? Ja. Kommt ihr wirklich aus Bailunk? Ja, die Frage ist ein bisschen komisch, aber fragen wir ihn trotzdem mal danach, einfach nur des Witzes wegen. Nein. Dort steht nur das Gründungshaus unserer Gilde, daher der Name. Unser Hauptquartier ist nun jedoch schon seit längerem in Gareth. Und was mich angeht, ich stamme aus Albernia. Okay, also das neue Hauptquartier ist in Gareth und er stammt aus Albernia. Ob wir das jemals nochmal brauchen werden? Möchtet ihr noch etwas wissen? Nein, im Augenblick nicht. Also über die Piraten würde uns da wahrscheinlich nichts sagen können, wenn er nur der Postbote ist. Gucken wir uns mal weiter hier am Hafen um. Wenn, dann werden wahrscheinlich die Leute am Hafen am meisten wissen. Flussfahrer, Flussfahrerin. In Torval, da sitzen die Teufelskerle, das sag ich dir. Ah, die sprechen über Torval. Die haben vielleicht nichts Interessantes, aber vielleicht die Schwester hier. Pirayne zum Gruße. Im Garten der Heiligen Mutter findet sich alles, was man braucht. Schaut euch nur um. Ja, vielleicht hat sie Verbände. Also, lasst mal sehen, was ihr für mich habt. Und dabei ist denn
Und ja, sie hat Verbände. Dann kaufen wir da doch mal. Und die sind ganz schön teuer eigentlich. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Nicht wirklich. Der knarzige Geodensticken ist auch nichts wert. Na, viel haben wir nicht. Also kaufen wir 5 Verbände und Handel abschließen. Obwohl, die Fellfetzen können wir bei ihr verkaufen. Ach, und die Kugeln auch noch, weil wir benutzen eine normale Armbrust, keine Arbaläste. Und Handel abschließen. So. Sind wir ein paar Silberlinge ärmer geworden? Eine Handwerkskiste? Nein, wir schnüffeln nicht in den Materialien des Hafens rum. Sprechen wir dann lieber mal mit dem Krämer. So ein Krämer hat doch immer vielleicht ein paar Informationen. Olmitz Gemischtes! Willkommen bei Olmitz Gemischtwaren! Was darf es sein? Ja, mal sehen. Also, wisst ihr etwas über die Piraten, die den großen Wirrs um sie hier machen in letzter Zeit? Oh, da sprecht ihr aber etwas an. Es wird viel erzählt über die Räubereien der Piraten. Da sind abenteuerliche Geschichten dabei, sag ich euch. Abenteuerliche Geschichten, ob die wahr sind, ist eine Sache. Was für abenteuerliche Geschichten denn? Zufällig habe ich mitbekommen, wie 2 Flussleute darüber gemunkelt haben, dass die Überfälle mit einem Wettstreit der Piraten zu tun haben. Es geht wohl um einen Schatz, der im Fluss verloren gegangen sein soll. Also wenn das stimmt, sind das schon interessante Informationen, vor allem über den Schatz im Fluss und auch über den Wettstreit. So ein Wettstreit kann die Piraten ja auch ganz schön anspornen. Und das klingt tatsächlich abenteuerlich. Wisst ihr vielleicht noch jemanden, der etwas darüber wissen könnte? Wegen der Piraten? Ja. Frag doch mal den alten Griechen. Der gewiefte Bursche hat seine Ohren überall. Ihr solltet ihn nahe des Marktes finden. Er versucht dort immer den einen oder anderen Heller zu erhaschen. Okay, das merken wir uns, den alten Griechen beim Markt. Ach so, fast hätte ich Büttelräbiger vergessen. Wenn jemand noch etwas dazu weiß, dann er. Tagsüber ist er am Südtor anzutreffen. Vielleicht kann er euch ja weiterhelfen. Und den Büttelräbiger am Südtor, den merken wir uns auch mal. Hab Dank für eure Hilfe. Kann ich noch etwas für euch tun? Ja, nun, ich bin recht neu in der Stadt. Könnt ihr mir was über Nadoret erzählen? Aber gerne doch. Was wollt ihr wissen? Was gibt es Interessantes in der Stadt? Wo kann man etwas erleben? Was erleben wollen wir jetzt gerade nicht? Fragen wir erstmal nach wichtigen Leuten. Naja, berühmt jetzt nicht gerade, wenn man vom Baron absieht. Aber der Praius-geweihte Bruder Irian ist ziemlich oft unterwegs. Vielleicht ist er so ein versteckter Inquisitor oder sowas. Inquisitoren wollen immer Recht haben und sind ziemlich hochnäsig, hoffen wir mal nicht. Wenn doch, will ich mit ihm nichts zu tun haben. Der Baron! Platz für Baron Dajin von Nadoren! Oh, da ist ja schon wieder der Baron, den wir auch in der letzten Folge gesehen haben. Also, der gibt sich schon ziemlich hochnäsig, deswegen sprechen wir doch mal. Prächtig, prächtig! Diese Statue ist vorzüglich. Die Herren Silvusch und Ulrich hier haben ganze Arbeit geleistet. Kaum zu glauben, dass sie Zwerge sind. Nun, bald werden wir eine noch größere Statue ganz ohne die Hilfe von Zwergen erhalten. Okay, der ist wirklich hochnäsig. Dann sprechen wir ihn doch mal als Zwerg an. Heda, verschwindet! Baron Dajin wünscht bei seinem Stadtbesuch nicht, vom Gesindel belästigt zu werden. Ich bin kein Gesindel, du Diener. Schon gut, Kastan, schon gut. Ich habe stets ein offenes Ohr für meine Untertanen. Selbst wenn es sich um Zwerge handelt. So sprecht. Der kann echt froh sein, dass er ein Baron ist, so wie der über mein Volk redet. Aber gut, halten wir uns etwas zurück. Lassen wir jetzt die Geoden in uns sprechen, nicht den Soldaten. Ob sie...
Sprechen wir ihn doch mal über diese Piraten an, was er dazu tun würde. Piraten? In dieser Gegend? Wie schrecklich! Wisst ihr, ihr solltet wirklich ein Gesuch bei meinen Bediensteten im Schloss einreichen. Dann werde ich mich unverzüglich darum kümmern. Ja, ja, der Rechtsweg. Füllen Sie bitte dieses Formular in dreifacher Auswertung aus und warten Sie dann einen Monat. Nachdem die Vorbereitungen für mein neuestes Fest abgeschlossen sind, natürlich. Nun denn, hinfort mit euch. Wir wünschen weiter zu schlendern. Zu schlendern? Ach, mir wird gleich übel bei so viel Aristokratie. Können wir euch noch was fragen, Baron, bevor ihr geht? Ihr habt den Baron gehört. Okay, dürfen wir nicht. Wir werden gleich fortgejagt. Dafür sprechen wir aber nochmal mit dem Krämer, denn der hat noch was zu uns garantiert noch was zu sagen. Willkommen bei Olmins Gemischtwaren. Was darf es sein? Fragen wir mal nach einem Auftrag, ob er einen hat. Gut, dass ihr fragt. Der Wirt des sanften Ochsen hat Waren bestellt. Bringt sie doch bitte in der Taverne vorbei. Er wird euch dafür sicherlich entlohnen. Ihr findet die Taverne nördlich von Nadoren. Okay. Das können wir doch machen. Ich schaue mal, was ich für euch tun kann. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Ja, wir hätten da vielleicht noch ein paar Fragen über die Stadt. Aber gerne doch. Was wollt ihr wissen? Wisst ihr etwas über diesen Emmeran? Wer auch immer Emmeran gerade ist. Achso, das war glaube ich der Hafenmeister. Nun ja, viele denken ja, dass er nur ein verrückter Kauz ist. Aber ich habe mal erlebt, wie er sich mit einigen Fischern gestritten hat. Von der nächsten Fahrt sind die dann nicht mehr wiedergekommen. Ach ja, stimmt. Der Emmeran war unser Giotenbruder, der Fluss, der Gesandte des Flussvaters. Olmins gemischtes Allerlei. Willkommen bei Olmins. Ja, ich habe noch Fragen. Aber gerne doch. Was wollt ihr wissen? Wir möchten gerne ein paar Gerüchte hören, was man sich so auf den Straßen erzählt. Tja, es sollte eine Diebesgilde geben. Ja, ja. Die Anführerin soll eine junge Frau von außerhalb sein. Eine mächtige Zauberkundige, sagt man. Wer weiß, vielleicht ist es ja Nahema persönlich. Okay. Diebesgilde selber interessiert uns jetzt nicht so, aber es ist gut zu wissen, dass ihre Anführerin eine Zauberkündige sein soll, falls wir doch mal Ärger damit mit denen bekommen sollten. Dass wir vorbereitet sind. Und wer ist Nahema? Das sagt er uns natürlich nicht, komischer Kauz. Willkommen! Ja, fragen wir ihn doch noch etwas weiter aus. Was darf es sein? Aber gerne doch. Was wollt ihr wissen? Berühmte Leute, das haben wir ihn alles schon gefragt. Jetzt fragen wir ihn doch mal über den Baron. In der Stadt? Nein. Der hat sein Schloss außerhalb, jenseits des Waldes. Die Wände dort sollen aus purem Gold sein. Und in den Springbrunnen fließt der feinste Bosporania, sagt man. Naja, ich bezweifle jetzt mal stark, dass wirklich die Wände aus purem Gold sind. Allein schon bei einer Belagerung ist das unpraktisch. Und Springbrunnen, in denen Sekt oder Wein fließt, aber bei seitdem seiner Hochnäsigkeit könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Olmins gemischtes Allerlei. Naja, stellen wir ihm jetzt noch die letzte Frage, dass wir ihn abgeschlossen haben. Willkommen bei Olmins aber gerne doch. Was wollt ihr wissen? Wir möchten gerne wissen, was es Interessantes in der Stadt gibt. Schaut doch mal in den Gewölben nach. Dort gibt es allerlei fexische Vergnügungen. Hab ich gehört. Allerlei fexische Vergnügungen. Ob das so passt zu uns? Ich werde trotzdem mal reinschauen. Vielleicht, wenn ich Geld brauchen sollte. Olmins gemischtes so. Allerlei. Das erste, was wir machen werden, ist zum Südtor gehen, was irgendwo in dieser Richtung liegt, und dort mit dem Büttel sprechen. Aber vorher machen wir einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.